Themen haben wir schon angezeigt. Ich möchte Ihnen gleich anhand einer kleinen Grafik erklären, wie das gesamte Approbationsverfahren hier in Deutschland abläuft. Vorweg wieder ein paar Bemerkungen zu NRW. Es gibt aus Münster noch keine detaillierten Informationen über die Verfahrensdauer. Ich hatte also versucht, da mal etwas in Erfahrung zu bringen, aber ich muss gestehen, das ist gar nicht so einfach. Der letzte Stand war der, dass man davon ausgeht, dass zurzeit circa 4.000 bis 5.000, also auf jeden Fall wohl über 4.000 Verfahren in Münster anhängig sind. Und man hatte einem Arzt jetzt noch erzählt, also die Bearbeitungszeit dürfte zwischen 1 und 2 Jahren liegen. Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, weil das würde ja dann doch zu einem Riesenproblem führen. Gut, jetzt schauen wir uns doch mal an einen kleinen Beitrag, den ich heute Nachmittag für Sie vorbereitet habe. Wenn Sie dazu Fragen haben, jederzeit. Hier einmal der Ablauf, wenn Sie in einem Drittland studiert haben und nach Deutschland kommen. Zunächst geht es ja darum, ob der Antrag überhaupt gleichwertig ist. Das ist ganz, ganz wesentlich. Und dann haben Sie immer die jeweilige Bezirksregierung bzw. die jeweilige Landesbehörde, bei der Sie den Approbationsantrag abgeben. Das sind dann hier die Unterlagen. Diese Unterlagen werden geprüft und meist stellt man sie dann vor die Wahl, ob Sie sagen, Sie möchten direkt in die Kenntnisprüfung oder ob Sie eine gutachterliche Betrachtung wünschen und eine gutachterliche Bewertung. Das erfolgt dann meist durch die GfG-Gutachtenstelle in Bonn. So, was passiert jetzt? Wenn Sie die Kenntnisprüfung machen und Sie bestehen die Kenntnisprüfung, geht es weiter. Sie brauchen dann noch die Fachsprachprüfung und bekommen dann die Approbation. Wenn Sie die Kenntnisprüfung nicht bestehen, dann können Sie diese zweimal wiederholen und können zur Vorbereitung für die Kenntnisprüfung eine Berufserlaubnis für 2 Jahre erhalten. Für diese ist dann allerdings die sogenannte Fachsprachprüfung notwendig. Die Fachsprachprüfung kann beliebig oft abgelegt werden. Und ja, wenn Sie sie bestanden haben, alles klar, dann ist hier mit einem positiven Zeichen das Ganze versehen. Der andere Weg ist, dass Sie sagen, okay, ich wünsche eine gutachterliche Bewertung. Dann erhält man ein Gutachten. Ist dieses positiv, brauchen Sie noch eine bestandene Fachsprachprüfung, um die Approbation zu bekommen. Ist das Gutachten negativ, werden Sie in die Kenntnisprüfung müssen. An dieser Stelle hier, bei einem negativen Gutachten, gibt es dann verschiedene Möglichkeiten des Rechtsweges. Dazu brauchen Sie dann aber einen Anwalt. Jetzt an dieser Zeichnung kann ich Ihnen auch erklären, was ich mache. Ich bin als BVFS-Gutachter tätig, bekomme die Unterlagen der Ärzte, mache eine Bewertung mit einer Ergänzung, prüfe auf Vollständigkeit und stelle fest, ob es sogenannte wesentliche Unterschiede gibt und welcher Ausgleich möglich ist. Das lasse ich dann den Ärzten zukommen, die wissen, wo sie stehen und dann entscheiden können, ob sie in die Kenntnisprüfung oder wenn sie den Gutachtenweg gehen. Wenn Sie die Approbation haben, ist es alles ganz einfach. Sie können dann als Arzt arbeiten, im Krankenhaus als Arzt arbeiten oder auch in der Wissenschaft. So viel mit einer kleinen Grafik. Wenn Sie Fragen haben, jederzeit.
Ja, soweit dieser kleine Beitrag. Ich hoffe, die Grafik hat Ihnen ein ganz klein bisschen geholfen, hat Ihnen gezeigt, was es geht, wie das Ganze geht. Das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Ich werde Sie natürlich immer auf dem neuesten Stand halten. Ich bekam auch diese Woche wieder viele Fragen mit der Protokollsuche. Ich habe in der letzten Sendung den Beitrag etwas abgebrochen. Ich möchte Ihnen aber jetzt nochmal diese paar Minuten von heute zeigen, die Zeit nutzen. So geht Protokollsuche für Kenntnisprüfung und Fachsprachprüfung. Hallo, liebe Kollegen, liebe Ärzte, liebe Interessenten, hier zeige ich Ihnen, wie Sie Protokolle von Kenntnisprüfung und FSP finden. Wir sind auf unserer Seite Approbationsinfo und Sie sehen, Sie können hier nach Prüfungsorten und Prüfernamen fragen. Bei der Gelegenheit, wir haben 831.647 Besucher. Wir geben Münster ein und klicken auf das Suchsymbol. So, da hat er schon die ganzen Suchresultate für Münster. Und zwar haben wir jetzt hier die letzten Fachsprachprüfungen. Und wenn wir etwas runterscrollen, kommen wir auch zur Kenntnisprüfung. Das heißt, er zeigt hier die ganzen Protokolle, die es zu Münster gibt. Vielleicht bei der Gelegenheit ist ganz interessant, wir haben also 178 Protokolle von Fachsprachprüfungen und 255 Protokolle von Kenntnisprüfung. Das heißt insgesamt 405 Prüfungsberichte von verschiedenen Orten. Wenn Sie jetzt aber einen bestimmten Prüfer suchen wollen, nehmen wir doch mal an, wir nehmen den uns bekannten Kollegen aus Münster, dann geben wir hier ein Ros und Sie sehen sofort in allen Prüfungen, wo er tätig war, tauchen hier die Einträge auf. Nehmen wir doch mal den 24.09. Da gab es eine Quote von 3 Leuten haben, von 5 Leuten haben 3 bestanden. Und wir sehen, der Name taucht hier wieder auf. Das heißt, dieses Suchfeld geht durch die Einträge durch. Nehmen wir doch mal, wir können doch mal Marburg nehmen. Und schon sehen wir alle Berichte, die es von Marburg gibt. Sie können also so vorgehen, dass Sie an dieser Stelle die Prüfernamen oder die Prüfungsorte reingeben. Saarbrücken. Schauen wir mal, ob wir was von Saarbrücken finden. Und sieh da, wir haben einen Bericht der Kenntnisprüfung aus 2018. Das Ganze funktioniert natürlich so und das geht auch nur, solange Sie Ihre Berichte zur Verfügung stellen. Und ich möchte Sie einfach bitten, schicken Sie uns bitte die Prüfungsberichte auch anonym. Denn wir werden natürlich Ihren Namen nicht veröffentlichen. Ja, liebe Kollegen, liebe Ärzte, liebe Zahnärzte. Unsere Zeit ist schon wieder abgelaufen. Ich möchte mich für Ihr Interesse bedanken. Wir sehen uns natürlich wieder am nächsten Sonntag um 18 Uhr. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und wenn Sie Fragen haben,
einfach eine E-Mail an studio@gerner.email und schreiben Sie mir, was Sie beschäftigt, was Sie wissen wollen. Ich danke für die zahlreichen Zuschriften und freue mich über ein Wiedersehen am nächsten Wochenende um 18 Uhr, wenn es dann wieder heißt Approbationsinfos, die letzten Neuigkeiten zum Thema Approbation.